Hi, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Heute unboxen wir die Braun und Paul Smith Wanduhr. Und zwar ist das Produkt jetzt vor ein paar Monaten erschienen. Im Grunde genommen die ganz normale Wanduhr von Braun mit einem ganz kleinen Paul Smith Touch. Man sieht vorne die, ja, am Sekundenzeiger diesen kleinen Design-Touch von Paul Smith. Sehr, sehr schön gemacht, subtil. Na, also hier da ganz, ganz schön mit diesen Paul Smith Streifen. Jeder kennt es, der Paul Smith auch so kennt. Sehr, sehr schön, die Classic Stripes. Dann würde ich sagen, unboxen wir das Ganze einfach mal. Und genau. Man hat hier auch die Bedienungsanleitung. Drinne haben wir auch gar nicht so viel mehr. Es ist eigentlich nur die Uhr. Und eigentlich auch selbsterklärend. Die Bedienungsanleitung braucht man, glaube ich, in der Regel jetzt auch nicht. Das Ganze ist auch sehr simpel aufzubauen. Gibt es eigentlich auch gar nichts. Vielleicht dann nochmal zu erklären, dass es die Batterie, die Doppel-A-Batterie gibt und hier noch ein paar Illustrationen zu der Uhr, wie man das Ganze hinten aufmacht. Aber auch das würde ich sagen, ist eigentlich sehr, sehr leicht selber zu verstehen. Genau, machen wir das Ganze nochmal scharf. Und ja, das ist das schöne Teil. Jetzt nochmal. Genau. Sehr, sehr schön zu sehen. Geräuschlos, wenn sich das Ganze dann auch einschaltet, wird man dann auch merken, wie schön sich das bewegt. Der Sekundenzeiger oben braun, unten Paul Smith, der Schriftzug. Ansonsten, wie gesagt, der ganz kleine Design-Touch von Paul Smith. Hinten lässt sich das auf eine Seite öffnen, drehen wir das Ganze auf und jetzt sieht man auch dieses Fach für die Batterie. Stecken wir auch direkt eins rein und passen auch dann das Ganze zur Uhrzeit. 21:55 haben wir gerade, damit das dann auch direkt genutzt werden kann. Sehr schön, wie man sieht, auch wie sich der Sekundenzeiger jetzt bewegt. Schön smooth. Wunderschöne Technik, wunderschönes subtiles Design mit dem leichten Paul Smith Touch. Ich bin ein Riesenfan von dieser Uhr und freue mich schon, dieses selber in Aktion zu sehen. Super toll. Ja, ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.